Huxiler Renntage. Immer ein Garant für guten Pferdesport. Da Günther Lühring selber viermal in den Sulki steigt, kann er natürlich nicht kommentieren. Sjörd van de Galgen, kein Unbekannter bei den Huxiler Renntagen, nimmt bereits am ersten Tag, am Eröffnungstag, schon 3 Siege mit nach Hause. Nancy Starlight ist vorne, Nancy Starlight und Sjörd van de Galgen gewinnen gegen Diamond Huxiler, der Auszeit, dann Bernardiner Boko, Ado und Zoila Swagemann an der Innenkanten, aber Automatic Frisia bei seinem zweiten Rennen vorne, er gewinnt gegen Vigo Ricardo, dann Zoila Swagemann, kämpft hier um den Sieg, Iron Millionen an der Innenkante, außen Nancy Starlight, Iron Millionen oder an der Ausseite Nancy Starlight, es geht doch. Es geht doch, ich habe das nicht erwartet. Wir haben ja gehört, das jeweilige Wochenblatt, die älteste noch erscheinende Zeitung Deutschlands. Aber wenn man hier die Familie so sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, eine junge Familie. Ihr seid da seit etlichen Jahren, eure Familie, der Verlag, das jeweilige Wochenblatt, Sponsoring, Sponsoren des Huxiler Rennvereins. Ich will mich auch nochmal ausdrücklich bei euch bedanken. Ja, ich stehe hier als Vertreter des Huxiler Rennvereins vom Vorstand. Wir haben heute den ersten Renntag des Jahres 2012 über die Bühne gebracht, bei allerherrlichstem Wetter, bei super äußeren Bedingungen und bei sehr interessanten und wechselvollen Rennverläufen. Wir sind vom Huxiler Rennverein sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Renntag. Für mich persönlich hat es auch so ein bisschen Änderungen gegeben. In den vergangenen Jahren war ich derjenige vom Huxiler Rennverein, der mehr im Fahrerlager engagiert war und Rennen gefahren hat. Dieses Jahr haben wir das so ein bisschen gewechselt. Unser langjähriger und immer noch erster Vorsitzender Günther Lühring, der sonst immer am Mikrofon zu finden war, hat heute Rennen gefahren mit 4 seiner Pferde. Und dafür bin ich dann eingesprungen am diesjährigen Renntag, am ersten Renntag, und habe die Moderation zusammen mit Detlef Ort erledigt. Und aus meiner Sicht war natürlich einiges zu lernen und neu für mich, aber insgesamt hat es sehr, sehr gut geklappt. Die Bahn ist gut, das Publikum ist gut, die Sponsoren sind gut, alles ist gut hier. Und so hat es sehr interessante Rennen, auch mit sehr interessanten Quoten gegeben. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Besucher heute einen wunderschönen Renntag erlebt haben. Zum Schluss des letzten Rennens ist die Sonne hinterm Deich schön untergegangen. Wir haben einen schönen roten Himmel gesehen können. Optimale, ideale Bedingungen. Wer den heutigen Renntag nicht genießen konnte, muss ich sagen, der hat selber Schuld. Das war der erste Renntag des heutigen Jahres, des diesjährigen Jahres 2012. Der nächste Renntag, wie üblich, wir haben Mittwochsrenntage, findet in einer Woche am nächsten Mittwoch statt und wünschen uns, dass viele, viele Besucher uns auch wieder unterstützen und einen wunderschönen Abend auch wieder verbringen können. Und der dritte Renntag wird am 12. August sein, unser altbekannter Familienrenntag, der dann schon am Sonntagnachmittag startet. Und ich denke mal, wer diese Renntage kennt, für den ist es eine Institution, ein Ereignis, das man nicht auf keinen Fall vermissen kann. Und wer es noch nicht mitgemacht hat, soll sich das dringend mal einmal zu Gemüte führen.